Hallo, ich bin Grimdor. Ich gehe zurzeit die ganzen ungespielten Spiele in meiner Steam-Bibliothek durch, weil ich wissen will, ob da auch ein paar dabei sind, die was taugen und die es wert sind, noch nachgeholt zu werden. Und diesmal bin ich auf das hier gestoßen, Wreck. Einen Oldschool-Shooter, wenn es nach der Steam-Seite geht zumindest. Ich habe noch nicht reingeschaut, deswegen weiß ich nicht, ob dieser Shooter dieses Prädikat wirklich verdient. Wir machen das jetzt wieder so, wir gehen erstmal zusammen rein und schauen uns den Anfang des Spiels gemeinsam an. Und dann werde ich vermutlich schneiden und dann allein ein bisschen weiterspielen und dann nochmal wiederkommen, euch vielleicht ein bisschen was aus dem späteren Spiel zeigen und vor allem dann mein Fazit ziehen, wenn ich ein bisschen mehr gespielt habe. Ja, also Wreck, wie gesagt, ein Oldschool-Shooter, ist auf Steam für 10 Euro derzeit zu haben, ist aber schon ein bisschen älter wie fast alle Spiele, die ich hier auf diesem Kanal spiele, beziehungsweise zumindest in dieser Reihe. Stammt schon aus dem Jahr 2014, also aus einer Zeit vor dem Doom Remake. Damit aus einer Zeit, in der zwar viele Leute Oldschool-Shooter haben wollten, aber es noch keinen wirklich großen, gut gemachten, naja, vielleicht das neue Wolfenstein, Wolfenstein The New Order gab es da schon, glaube ich, als das hier rausgekommen ist. Aber trotzdem, also so richtige Oldschool-Shooter auf AAA-Niveau waren damals Mangelware und da mussten die kleinen Indies noch in die Bresche springen. Wobei im Grunde ist das immer noch so, weil ich meine, Doom ist halt auch nur ein einziges Spiel und das hat man auch ein paar Stunden durch, also insofern. Ja, aber das sollte man vielleicht wissen zum historischen Kontext dieses Spiels, dass es damals eben eine Marktlücke gefüllt hat. Wobei auch andere Indie-Shooter versucht haben, diese Marktlücke zu füllen. Okay, es geht irgendwie um Technologien, die entwickelt wurden. Dunkle Materie, Reaktor, ja, ich lese das jetzt nicht alles vor, ihr könnt das mitlesen, wenn ihr wollt, oder auch das Bild anhalten und das nachlesen, was hier erzählt wird. Ich rede jetzt einfach mal drüber weg. Also wie gesagt, das hat damals eine Marktlücke gefüllt, zumindest insofern, als die meisten anderen Indie-Shooter, die zu dieser Zeit erschienen sind, und davon gibt es eine ganze Reihe, die meisten anderen sind aber irgendwie solche Roguelike oder Roguelite-Shooter, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen will. Also Shooter mit prozedural generierten Levels, bei denen man dann wieder von vorn anfangen muss, also ganz von vorn, wenn man stirbt. Wobei man eventuell irgendwelche Upgrades bekommt oder so, das ist jetzt nicht so wichtig. Also jedenfalls das hier ist dann wirklich ein richtiger Oldschool-Shooter in dem Sinne, dass es eben linear vorwärts läuft, also nicht... Wobei ich meine, Roguelike-Shooter sind im Prinzip auch linear, zumindest in einem gewissen Sinne. Aber ja, es sind insofern keine Oldschool-Shooter, als Oldschool-Shooter nicht prozedural generiert sind, sondern normalerweise sogar ein sehr ausgeklügeltes, labyrinthhaftes Level-Design haben. Und ja, eben auf einem stetigen Fortschritt basieren und einen nicht wieder ganz zum Anfang zurückwerfen. Es sei denn, man schrottet seine Festplatte und verliert seine Spielstände. Aber das ist ein anderes Problem, das sich mir in letzter Zeit häufiger mal gestellt hat. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, okay, wir bekommen hier anscheinend ein großes Schwert geliefert. Warum? Schwer zu sagen. Ich habe der Story jetzt nur so mit einem Auge zugehört, kann man das so sagen, weil ich habe jetzt nur so ein bisschen auf die Untertitel hier geschielt, während ich kommentiert habe. Also kommentiert kann man es ja eigentlich nicht nennen, ich habe einfach nur geredet. Aber ich glaube, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst. Wir haben ein Schwert geliefert bekommen, wir werden von irgendwas angegriffen und wir werden uns jetzt, nehme ich mal an, dagegen wehren und die Welt retten. Also meistens geht es in solchen Shootern ja darum, die Welt zu retten. Und er redet. Do you always talk to yourself like that? Ja, genau, das habe ich mich auch gerade eben gefragt. Schön, dass ihr das ein bisschen ironisch thematisiert, aber ihr hättet ihn auch einfach nicht reden lassen können. Also hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn er nichts gesagt hätte. Aber gut. Ja, also das Schwert funktioniert schon mal ganz gut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber erfüllt seinen Job. Das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir auch noch eine Schusswaffe. Das ist auch immer sehr schön in einem Shooter. Und wir sehen, zumindest hat es ordentliche Bluteffekte. Also ich meine, mit ordentlich meine ich jetzt nicht, dass sie realistisch wären oder so. Sie sind gut sichtbar, das ist das Wichtigste. Dass man auch wirklich sieht, ob man trifft in einem Shooter. Das ist das, was viele kleine Indie-Shooter ganz vergessen, ein ordentliches Trefferfeedback zu liefern.
Und dann ist so ein Shooter eigentlich auch schon ruiniert, wenn man nicht mal sehen kann, wo die Kugel einschlägt. Das scheint hier zu funktionieren, auch bei diesen Dingern hier, die irgendwie mechanisch sind. Aber auch da haben wir ein ordentliches Feedback. Nicht unbedingt spektakulär. Sieht jetzt nicht wahnsinnig befriedigend aus, wie da so ein bisschen was rausspritzt. Wäre natürlich schöner, wenn es irgendwelche guten Trefferanimationen hätte. Es hat nur eine kleine Animation am Ende, wenn diese Dinger da sterben. Immerhin etwas. Also das hätte befriedigender ausfallen können mit besseren Animationen. Ja, auch hier bei diesen Leuten. Da ist halt wirklich nur Blut und dann ganz am Ende fallen sie um. Aber sonst werden sie dann nicht irgendwie zurückgeschleudert oder so. Aber das ist trotzdem okay, das ist eigentlich auch Standard. Selbst bei teureren Shootern ist das häufig nicht so, dass den Leuten da allzu viel passiert, bis sie dann irgendwann am Ende ihrer Health Points angekommen sind. Ja, das ist in Ordnung soweit, würde ich sagen. Nicht spektakulär, nicht toll, aber das passt. Und das Schwert ist zumindest sehr befriedigend. Das fühlt sich nochmal deutlich besser an als die Schusswaffen eigentlich. Was mir insofern ein bisschen Sorgen macht, als ich mich dann frage, wieso sollte man eigentlich die Schusswaffen benutzen? Wenn das Schwert sich so viel besser anfühlt, aber na gut. Das scheint auch ziemlich effektiv zu sein. Weil dieser Shotgun hier ist auch nicht schlecht. Aber die Gegner werden halt nicht so schön zerfetzt wie mit dem Schwert. Das ist ein bisschen schade. Ja, also wie gesagt, das ist im Grunde Standard-Treffer-Feedback. Viele teure Shooter haben es heutzutage auch nicht mehr besser. Es gab aber mal eine Zeit in den... Oh! Okay, ist das schon so eine Art Bosskampf? Ich kann ihm anscheinend keinen Schaden zufügen. Also jetzt habe ich hier kein Trefferfeedback. Oh, okay, jetzt kommt eine Health Bar. Jetzt kann ich ihm Schaden zufügen. Ist ein bisschen komisch, dass ich da auf ihn schießen konnte und dann halt trotzdem ihm das überhaupt nichts geschadet hat. Und erst dann, wenn das Spiel will, dass ich ihm Schaden zufügen kann, dann kann ich ihm Schaden zufügen. Aber gut, was soll's. Und jetzt kann ich ihm wieder keinen Schaden mehr zufügen, offensichtlich. Das ist auch ein bisschen blöd, aber okay. Wenigstens hatten wir dann so eine Health Point Leiste und haben gesehen, wie viel wir ihm geschadet haben. Ja, also wie gesagt, heutige Shooter haben da auch häufig kein viel besseres Trefferfeedback als das hier. Also ich meine teure heutige Shooter, nicht nur solche Indie-Teile wie das jetzt hier. Aber es gab mal Zeiten, da haben sich Shooter da richtig Mühe gegeben mit dem Trefferfeedback. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu viel Mühe. Ich denke jetzt an Soldier of Fortune oder sowas, das hier in Deutschland indiziert ist. Mit seinen sehr vielen verschiedenen Trefferzonen und dann jeweils eigenen Animationen für jede Trefferzone. Oder für fast jede zumindest. Ja, das ist eine Sache, die Shooter dann nicht mehr so richtig verfolgt haben danach. Und ich weiß nicht, wieso nicht. Man muss es nicht gleich so übertreiben wie Soldier of Fortune, aber so ein bisschen mehr in die Richtung. Wäre eigentlich ganz schön gewesen, da lassen heutige Shooter viel Potenzial liegen. Und der hier ist da keine Ausnahme, aber man kann es ihm nicht so wirklich vorwerfen, dass er jetzt nicht, also dass dieses Spiel hier, Wreck, jetzt nicht alles besser macht als andere, viel teurere Shooter. Wie gesagt, das hier ist ein 10-Euro-Shooter. 10-Euro regulärer Preis. Und in Sales, ich habe es im letzten Sale für 2€ gesehen. Insofern kann man da die Erwartungen jetzt nicht zu hoch stecken. Und das mit dem Schwert hier, das fühlt sich schon gut an, das muss ich sagen. Ist halt ein bisschen schade, dass die Schusswaffen sich nicht ganz so gut anfühlen wie das Schwert. Wenn man da eben erst ein paar Mal auf den Gegner schießt und im Grunde nur so ein bisschen Blut spritzt halt, aber der Gegner so den Eindruck macht, als würde es ihn eigentlich nicht interessieren. Ja, Level-Design. Jetzt sollte ich dazu auch mal was sagen. Das sieht tatsächlich ziemlich oldschool aus. Also laufen wir hier durch diesen Level durch. Der ist so ein bisschen labyrinthisch aufgebaut, wie man das von Oldschool-Shootern kennt. Und dann legen wir irgendwelche Schalter um oder drücken Knöpfe und öffnen damit neue Türen. Wir müssen dann, glaube ich, auch häufig wieder so ein bisschen umdrehen und nochmal zurück. Oder sind wir jetzt zurückgegangen oder bin ich jetzt einen ganz anderen Weg? Ich verliere so schnell irgendwie die Übersicht bei solchen labyrinthartigen Levels. Das war schon immer mein Problem, auch bei den alten Shootern.
dass ich mich da oft verlaufen habe. Ist eigentlich ein Aspekt, den ich nie so richtig mochte, weil ich einfach keinen Orientierungssinn habe. Aber für die Leute, die das natürlich wollen, die wirklich so einen Oldschool-Shooter haben wollen, macht das Spiel das, glaube ich, schon richtig, so wie es das hier macht. Kann ziemlich weit springen. Nicht sehr hoch, aber ziemlich weit. Interessant. Ja, und dann sieht man auch, hier ist überall so ein bisschen Munition und Zeug zum Aufsammeln im Level verteilt. Das ist auch sehr old. Oh, schon wieder dieser Typ. Das ist auch sehr typisch für einen Oldschool-Shooter, dass man da nochmal viel rausreißen kann, wenn man sich so ein bisschen umsieht und das Zeug einsammelt. Da kann man dann auch. Also da kann man dann noch eine Menge finden und damit dann auch ausgleichen, wenn man im Spiel selbst so ein bisschen Mist baut. Das war immer das Gute an diesen Oldschool-Shootern. Wenn man da spielerisch nicht so viel drauf hatte, dann konnte man gründlich sein beim Level absuchen. Da dann noch so ein bisschen Health-Pakete und so weiter finden. Man kam dann trotzdem irgendwie durch. Das ist das, was mir dann sehr zugute gekommen ist bei diesen Shootern, auch wenn ich keine Orientierungssinn habe. Da musste ich halt eine Weile hin und her laufen. Okay, diesmal. Ah, und wir kriegen einen Dialog. Okay. Das scheint jetzt vielleicht schon so der Schluss des Levels zu sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier den Dialog vorzulesen. Und er scheint sich so ein bisschen hinzuziehen. Also ist das vielleicht auch schon ein guter Moment, um mal eine Pause zu machen. Also, ihr macht eine Pause. Ich spiele weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen mehr über das Spiel erzählen kann. Bislang ist es nicht so schlecht, muss ich sagen. Also bis gleich. Ja, ich muss euch jetzt einfach mal erzählen, was mir hier so passiert ist. Eine kurze Leidensgeschichte. Ich habe das Spiel ein bisschen weiter gespielt, habe den dritten Level gespielt, den seht ihr jetzt gerade auch im Hintergrund, zumindest ein Stück davon. Und ich habe den ziemlich gut gespielt, wie ich finde, habe ihn bis zum Boss geschafft, ohne ein einziges Mal zu sterben jedenfalls. Und ja, dann war ich beim Boss und das Spiel ist abgestürzt. Jetzt ist es so, wenn man aus diesem Spiel rausgeht oder wenn man auch unfreiwillig rausgeht, weil das Spiel abgestürzt ist, dann muss man den ganzen Level nochmal von vorn spielen. Man kann also nicht beim letzten Checkpoint einsteigen, sondern nein, man spielt den ganzen Level von Anfang an. Das hat in meinem Fall 25 Minuten bedeutet, also 25 Minuten waren einfach weg, weil das Spiel abgestürzt ist. Dann habe ich eben nochmal den Level von vorn gestartet, habe dann aber leider nicht mehr so gut gespielt wie beim ersten Mal, sondern war ein bisschen, ja, ein bisschen nachlässig, ein bisschen unkonzentriert. Seht jetzt hier auch gerade, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Das ist jetzt, glaube ich, nämlich schon der Teil, wo ich das nochmal gemacht habe. Vielleicht auch nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, war da ein bisschen unkonzentriert, bin ein paar Mal gestorben dann. Und wenn man stirbt, ist es so, man steigt beim nächsten Checkpoint wieder ein. Und zwischen den Checkpoints liegen ungefähr so 10 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn man den Level schon mal gespielt hat und weiß, wo man hingehen muss. Dann sind es vielleicht, ja, vielleicht mal auch nur 5, aber irgendwo so in dem Rahmen. 5 bis 10 Minuten darf man dann jedes Mal wiederholen. Und das ist mir also mehrmals passiert, sodass ich große Teile des Levels dann am Ende 3 oder 4 Mal gespielt hatte, bis ich erneut beim Boss war. Aber als ich dann erneut beim Boss war, hatte ich nicht mehr so viele Leben. Ihr seht da links oben in der Ecke die Lebens, die Anzeige der, wie viele Leben wir noch haben. Und ja, dann habe ich diesen Bosskampf nicht geschafft. Ich wusste ja noch gar nicht so richtig, was ich eigentlich tun muss bei diesem Boss. Weil ich ja beim ersten Mal gar nicht dazu gekommen bin, den irgendwie zu bekämpfen, da das Spiel abgestürzt ist. Habe ihn also nicht geschafft und wenn einmal alle Leben aufgebraucht sind in diesem Spiel, dann darf man den Level wieder von vorn starten. Also war da im Endeffekt ungefähr eine Stunde Spielzeit vergeudet. Nicht allein deshalb, weil das Spiel abgestürzt ist, aber unter anderem deshalb und weil das Speichersystem so komisch ist und einen so viel wiederholen lässt. Dann war ich eigentlich schon drauf und dran, das Spiel abzubrechen, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte, das jetzt nochmal zu spielen alles und dann am Ende manche Stellen wahrscheinlich 4 oder 5 oder 6 Mal zu spielen, weil ich ja damit rechnen muss, wieder irgendwo zu sterben und nochmal vom letzten Checkpoint zu wiederholen oder sogar nochmal den ganzen Level zu wiederholen, wenn ich den Boss nicht schaffe. Also da war ich schon drauf und dran, das abzubrechen, habe es dann aber trotzdem nochmal gespielt, habe wieder konzentrierter gespielt, habe dann auch den Boss geschafft. Diesmal ist es nicht abgestürzt.
Ich konnte endlich in den nächsten Level und dann ist mir aufgefallen, als ich nochmal aus dem Spiel raus und wieder reingegangen bin und wieder geladen habe, dann ist mir aufgefallen, dass da im Ladebildschirm etwas von Quick Load steht, oder von Quick Save. Und ja, tatsächlich hat das Spiel ein Quick Save Feature, was ich aber nicht wusste. Also ich hätte einfach, als ich zum ersten Mal zum Boss gekommen bin, hätte ich einfach kurz vor dem Boss auf Quick Save drücken können und hätte dann, nachdem ich gescheitert bin, einfach jedes Mal auf Quick Load drücken können und hätte alles überhaupt nicht machen müssen. Nichts davon wäre nötig gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass es dieses Quick Save Feature gibt. Wusste ich aber nicht. Wusste ich auch deshalb nicht, weil im Menü von Speichern, von manuellem Speichern nicht die Rede ist. Da gibt es keinen Menüpunkt Speichern oder so. Es gibt wirklich nur das Quick Save Feature, also wirklich nur über F5 und dann eben über F9 das Laden. Ja, wenn man das nicht weiß, dann hat man Pech gehabt. Und ich glaube nicht, dass das Spiel mir das irgendwann mal gesagt hat. Ich meine, ihr könnt es ja nachprüfen. Ihr habt ja den Anfang des Spiels gesehen. Das ist ja in meiner Aufnahme drin. Und wenn da nichts ist, wenn das Spiel uns das da nicht gesagt hat, dann sagt uns das Spiel das offensichtlich einfach nicht. Und das wäre eine Information, die man wirklich, wirklich dringend gebrauchen könnte. Weil das Spiel ohne Quick Save zu spielen ist wirklich nicht zu empfehlen. Schon allein deswegen, weil es abstürzt. Wie gesagt, das war auch nicht der einzige Absturz, den ich hatte. Ich habe 2,5 Stunden gespielt inzwischen, hatte 2 Abstürze. Also man muss wohl damit rechnen, dass das Spiel so... Ja, ich meine, das ist jetzt keine wirkliche repräsentative Stichprobe oder so. Aber ich würde schon damit rechnen, dass das Spiel häufiger mal abstürzt. Vielleicht sogar jede Stunde oder so einmal. Und da die Levels ungefähr so eine halbe Stunde lang sind und man im Fall eines Absturzes den ganzen Level wiederholen muss, dann ist das wirklich nicht zu empfehlen. Selbst dann nicht, wenn man irgendwie so der Fan dieses Arcade-Erlebnisses ist oder dieses Hardcore-Erlebnisses. Selbst dann sollte man sicherheitshalber speichern für den Fall, dass das Spiel eben einfach abstürzt. Ja, also das hätte das Spiel besser kommunizieren können. Aber gut, immerhin ist dieses Feature drin, das ist drin, das ist eine gute Sache prinzipiell. Trotzdem verstehe ich jetzt nicht so richtig, wie das dann zusammenpasst, also wie das Sinn ergibt. Also wir haben auf der einen Seite dieses System mit den Leben, dass wir den Level nochmal neu anfangen müssen, wenn alle Leben aufgebraucht sind. Wir haben das System mit den Checkpoints, dass wir nochmal ziemlich viel neu spielen müssen, wenn wir sterben, also nur einmal sterben im Spiel. Und dann haben wir eben die Quicksaves, die im Grunde alles überflüssig machen. Und ich verstehe nicht, wie das zusammenpasst. Aber selbst wenn man jetzt irgendwie zu denjenigen gehört, die tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, unbedingt dieses Erlebnis haben wollen, das ohne zu speichern zu spielen. Und selbst wenn wir mal davon ausgehen würden, dass das Spiel nicht abstürzen würde, finde ich das immer noch ein schlechtes System. Also, ich finde es nicht gut, dass man beides hat. Also, dass man einmal so weit zurückgesetzt wird beim einfachen Sterben bis zum letzten Checkpoint, dass das schon immer 10 Minuten sind und dann zusätzlich noch dieses System mit diesem Leben hat, dass man nochmal den ganzen Level von vorn wiederholen muss, wenn man alle Leben aufgebraucht hat. Weil dann wird man ja quasi doppelt bestraft. Also, das potenziert sich dann. Man stirbt ein paar Mal im Level, muss dann gewisse Sektionen sowieso schon nochmal spielen und dann, wenn man schon ein paar Mal gestorben ist im Level, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man am Schluss auch den Bosskampf nicht schafft mit den Leben, die einem noch bleiben. Und dann muss man den ganzen Level nochmal wiederholen und kommt dann mindestens noch einmal an denselben Sektionen vorbei, die man sowieso schon mehrmals gespielt hat. Vielleicht kommt man sogar noch häufiger an denen vorbei, wenn man dann nochmal stirbt und dann nochmal am Checkpoint einsteigen muss oder nochmal den Bosskampf nicht schafft und dann nochmal den ganzen Level starten muss. Also das ist wirklich kein gutes System. Das ist sogar ziemlicher Mist. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch Leute, die das dann ohne Speichern durchspielen wollen, damit nicht so recht glücklich sind, wie das funktioniert. Da hätte eins von beiden gereicht. Also entweder bestraft man ihn damit nochmal so einen ganzen Teil vom letzten Checkpoint aus nochmal ziemlich viel neu spielen zu lassen, oder man bestraft den Spieler damit, dass er, wenn die Leben aufgebraucht sind, den Level nochmal ganz von vorn anfangen muss. Aber beides zusammen ist zu viel. Ja gut,
dann ist man eben gezwungen, das mit dieser Quick-Save-Funktion auszuhebeln, dieses System. Aber das ist unschön. Also solche Systeme einzubauen und den Spieler dann dadurch, dass man sie so nervig wie möglich macht, dazu zu zwingen, sie zu umgehen, das ist nicht gut. Und auch sonst ist es nicht schön, dass man schon allein deshalb, weil das Spiel so häufig abstürzt, dann ständig an die Quicksave-Funktion denken muss. Also das ist wirklich nicht gut. Man sollte meinen, also das Spiel stammt von 2014, wie gesagt, dass der Entwickler die Abstürze vielleicht inzwischen mal in den Griff bekommen hätte. Aber nein, das Spiel stürzt ab. Und zwar häufig. Ja, gut, also so viel dazu. Jetzt habe ich ziemlich lange über das geredet, aber das hat mich einfach wirklich sehr, sehr geärgert. Die schlechte Kommunikation, auch was das System angeht. Und dann auch, wie verwirrend das gemacht ist. Also, selbst als ich die Quicksave-Funktion dann entdeckt hatte, habe ich erst gar nicht glauben können, dass die wirklich wie eine ganz normale Quicksave-Funktion funktioniert. Ich dachte mir, was gibt das für einen Sinn? Also, naja, ich habe jetzt wirklich genug drüber geredet. Aber das hätte mir wirklich fast das Spiel verdorben. Gut, wenn man es erstmal weiß, dann, und ihr wisst es ja jetzt, dann ist das nicht mehr so ein großes Problem. Ein weiteres Problem habe ich allerdings noch, und das ist die Hintergrundmusik hier. Die dudelt so ein bisschen vor sich hin und ist wirklich sehr, sehr träge. Also, das ist dem Tempo des Spiels einfach nicht angemessen, was die Hintergrundmusik da abliefert. Ich stelle es vielleicht mal ganz kurz ein bisschen lauter, damit ihr das auch hören könnt. Ja, so dudelt das also vor sich hin, die ganze Zeit hindurch anscheinend. Und das ist wirklich nicht gut für so einen Shooter, also das zerstört eigentlich eher die Dramatik, als dass es hier irgendwas unterstützen würde. Und wer wissen will, wie man das besser macht, der kann sich ja mal den Soundtrack des Doom Reboots anhören. Und dann weiß man, was ich meine, wenn ich sage, dass das hier nicht der richtige Soundtrack für einen Shooter ist. Okay, ansonsten das Gameplay ist ganz okay, also als Shooter spielt sich das in Ordnung. Ja, wie gesagt, das Trefferfeedback könnte noch eine Spur besser sein, aber es ist okay. Das Leveldesign ist auch okay, ist halt so ein bisschen labyrinthhaft, wie das eben auch früher in Shootern so war. Also in den 90ern, auch noch in den frühen 2000ern. Ist jetzt aber nicht so schlimm, dass man da ständig irgendwie die Orientierung verlieren würde, also selbst ich, der jetzt nicht so den tollen Orientierungssinn hat, hab da doch immer wieder auf den richtigen Weg zurückgefunden nach maximal wenigen Minuten. Und so ein bisschen gehört das eben auch zu dieser Erfahrung mit dazu, dass man da nach dem Weg sucht, nach den Schaltern sucht. Ich denke, dass Fans von Oldschool-Shootern und genau diese ist diese Spiele gerichtet, dass die das ganz gern mögen werden. Was nicht so toll ist, ist das Art-Design, vor allem das Art-Design der Levels. Also ihr seht, das sind jetzt größtenteils einfach nur graue Gänge und das ist dann doch ein bisschen wenig. Ich bin jetzt natürlich nicht so tief im Spiel, dass ich sagen könnte, ob das immer so bleibt, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, kommt da nichts wirklich Neues oder besser Aussehendes dazu. Vielleicht kommt später noch was, aber so aus, was ich von den Screenshots gesehen habe vom Spiel auf der Steam-Seite und so, also das scheint schon bei diesem Look hier zu bleiben, da scheint nicht allzu viel optische Abwechslung drin zu sein. Und das ist dann ein bisschen wenig. Ich meine, klar, es orientiert sich an Shooter in den 90ern, da waren auch viele dunkle Gänge drin. Vor allem bei Quake oder so. Aber das war damals eben auch den Limitierungen der 3D-Grafik geschuldet. Da war eben nicht so wahnsinnig viel möglich zu der Zeit technisch. Das hat man also nicht gemacht, weil das so toll gewesen wäre oder weil das die Entwickler oder Spieler sogar gemocht hätten, diese dunklen, grauen Gänge, sondern das war halt die einfachste Lösung und oft auch die einzig mögliche Lösung, aber selbst Ende der 90er hatte man da schon Besseres als das hier. Also da, ich kann mich an abwechslungsreichere, auch hübschere Spiele erinnern, die damals schon rauskamen. Also das ist nicht wirklich toll. Da hätte man wirklich, das hätte man besser machen können. Auch in einer geringen Preisklasse wie bei diesem Spiel hier. Gegnerdesign würde ich sagen, ist auch nur okay. Es
sind jetzt nicht wahnsinnig spannend, diese Gegner hier. Und ansonsten fehlt es halt so ein bisschen an Abwechslung. Ich hätte jetzt da auch nicht wahnsinnig viel Abwechslung erwartet, es ist halt ein Shooter. Und es hat natürlich auch so ein bisschen den üblichen Fortschritt. Also, es kommen neue Waffen dazu, es kommen neue Gegnertypen dazu, so nach und nach. Aber auch da haben frühere Shooter, also auch 90er Shooter, schon mehr geboten als das, was wir hier sehen. Also insgesamt ist das Spiel okay. Aber halt auch nicht mehr als okay. Und dann kommen noch Macken dazu. Wie eben die Abstürze. Und dann reicht das eben insgesamt nicht mehr für mehr als einfach nur Mittelmaß. Und deswegen würde ich sagen, also man kann das schon spielen, wenn man unbedingt mal wieder so einen Oldschool-Shooter haben will. Aber wenn man das nicht spielt, verpasst man auch nicht viel. Und vor allem, also Shooter in dieser Qualität gibt es dann doch noch einige, auch wenn es heutzutage nicht mehr wahnsinnig viele Singleplayer-Shooter gibt. Aber das ist jetzt nichts, was man unbedingt, selbst als Shooter-Fan, unbedingt haben müsste. Aber wenn man es hat, wenn man es vielleicht sowieso in seiner Steam-Bibliothek hat, dann kann man da schon mal reinschauen, so schlecht ist es nicht. Ja, also ein typisches Mittelmaßspiel. Gut, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald, euer Grimdor.